So, und damit, ja, willkommen in einer neuen Folge. So, ich bin gespannt, was wir hier. Alter. Einer kommt durch! Ich hab ihn! In meiner Tasche ist noch Munition, nehmen Sie sie! Ich nehme gerade deine Munition, mega gut. Also, so viel Munition hatte ich noch nie. Oh, der hat noch Schießpulver dabei. Und gut, dass sie Pistolenmunition hat. Passen Sie auf, Hoffmann! Dafür sind Sie zuständig! Aber echt, wo? Die sind überall. Uh-oh. Nein, nichts ist in Ordnung. Der möbelt mich hier komplett weg. Aua. Aber wir haben ihn. Und, oh, dann... Da liegen schöne Dinge. Beeilung, Sebastian. Ich weiß nicht, wie lange das Ding noch hält. Ja, schön. Da, ich habe gerade andere Probleme, meine liebe Psychologin. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Wie weit noch? Wirkt viel länger, wenn man drin ist. Will uns fernhalten. Gut. Das heißt, er hat Angst. Ja, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Da hat er recht. So. Nicht stehen bleiben. Wir sind fast da. Warten Sie. Mit dem Stabilisator stimmt was nicht. Oh oh. Können Sie ihn reparieren? Arbeitet dran! Geben Sie mir Deckung! Bin dabei! Alter! Christian, alles in Ordnung? Nichts ist hier in Ordnung! Ich meine, er soll einmal nachladen, ja? Nein, Hoffmann! Was ist mit ihm? Los, rappeln Sie sich auf. Arbeiten Sie an dem Scheißding. Herr Lockspeeder, los weiter. Das war knapp. Ich dachte, da rennt sich drum. Ja, sehr gut. Verdammt, O'Neill hätte uns sicher das Ding noch ein bisschen stabiler bauen können. Aber O'Neill ist leider Geschichte. Aber wir haben einen Speicherpunkt. Gut, jetzt ist eh alles egal. Hallo? Ah. So, bin wieder da. Schauen Sie es schon. Damit kann ich wieder gut machen, was ich Lilly angetan habe. Und all den anderen, die wegen mir im Stamm sind. Ach so. Also nein, ich bedauere es nicht. Ist immer so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, habe ich so das Gefühl. Nichts ist in Ordnung. Aua. Achso, solange die brennen, geht's glaube ich nicht. Nee, ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Aber ich schieß schon hier durch. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Alter. Heilige. Es sind noch immer so viele auf einmal. Ich bin gerade am Überlegen, vielleicht doch die Schrotflinte zu nehmen. Wir haben ein bisschen Munition für die bekommen. Ja, wir wechseln einfach mal. Hat sie noch Munition dabei? Nee, scheinbar nicht. Keine Munition. Schade. Ah, wir haben hier die Bolzen bekommen. Damit kann ich wieder gut machen, was ich Lilly angetan habe. Und all den anderen, die Na gut, solange die noch nicht da sind, kann ich ja hier also noch ruhig. Ich bedauere es nicht. Stehen die da auf? Ja, ich glaube, die stehen auf, oder?
Hilfe! Okay, die Waffe ist noch nachgeladen. Alter! Okay, man muss echt auf den Kopf zielen. Das ist echt deutlich besser. Sehr munitionssparend im Vergleich. Komm schon, du hast doch sicher noch ein bisschen Munition. Na, verdammt. Aber wir haben noch 4 Schuss in der Pistole. Aber ich glaube, wir sind bald da. Ja, bald. Ah, oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Munition, nimm die scheiß Munition mit. Hoffmann, ah, was? Was ist los? Er fällt wieder aus. Warten Sie. Beeilung, hier wird es ziemlich heiß. Ziemlich heiß. Ha, 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 ha. Ein Witzbold. Selbst so gelacht. Haben wir ihn? Ja, sieht gut aus. Ich dachte schon, ich müsste da irgendwie was machen. Aha. Er läuft wieder. Haben wir es geschafft? Los. Laufen Sie. Schneller, 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 schneller. Fast geschafft. Ach du heilige Scheiße. Ich habe mir schon gedacht, dass diese auch nicht schafft. Nein! Es war irgendwie zu erwarten. Naja. Tut mir leid, Yukiko. Er wird dafür bezahlen. Oh ja. Aber wir haben jetzt wirklich eigentlich niemand mehr übrig und wir sind in Kapitel 14, ein Altar in Flammen. Nach all dem bin nur noch ich übrig, aber er wird mich nicht aufhalten. Oh ja, doch, ich habe das Gefühl, diesmal wird es besser. Ja. Gerade mal gucken, wir haben leider überhaupt nicht mehr viel Munition. Aber wir haben einen guten Schuss noch in der Schrotflinte, aber ob das reicht, weiß ich nicht. Okay, erstmal ein bisschen beruhigen gerade von dem Kampf. Es war schon krass. Aber es war auch okay. Also es war jetzt nicht so wild eigentlich. Die hatte ja gut Schuss noch dabei. Und dadurch, ja gut, man hat halt einen begrenzten Bereich und so weiter. Aber wir sind ja nur einmal gestorben. Also von dem her, es war echt machbar. So, naja. Dafür sind wir jetzt hier irgendwo anders. Und hier sind viele Flaschen. Das heißt eigentlich, da kommen bald ein paar Zombies oder zumindest, wie heißen die? Verlorene. Genau. Ja, das würde ich zumindest tippen, dass da gleich welche kommen. Sonst wären ja nicht so viele Flaschen. So. Dann haben wir noch ein bisschen Schießpulver. 12 Stück. Ah, sehr gut. Und ja, hier sieht es wieder richtig episch aus, muss man sagen. Wir sind ja jetzt in seiner Festung quasi. Wir sind hineingekommen, dank O'Neills komischem Gerät, was nicht so gut funktioniert hat. Ja, wobei, es war okay. Es hat ja doch ganz gut funktioniert. Es nur ganz am Ende ist es ihr halt aus der Hand gefallen und deswegen ging es dann kaputt, glaube ich. Irgendwie so war es, glaube ich. Und ja, deswegen an sich war es ja okay. Man muss nur die Frequenz richtig einstellen. Hätte sie das früher gemacht, wäre es wahrscheinlich viel einfacher gewesen. Und hier haben wir noch einen Brief. Sonst haben wir nichts. Okay.
Dann lese ich mal den Brief. Ich bin gerade am Überlegen, ob hier irgendwo eine Statue sein könnte für einen Leichenschrankschlüssel, aber hier sehe ich gerade keine. Naja, hätte sein können. Naja, dann lesen wir mal diesen Zettel. Oder Brief. Ah, ein Manuskript. Dieser Ort, Union, hat unglaubliches Potenzial. Und Morbius hat es verschwendet. Sie verstehen nicht das Ausmaß von dem, was sie geschaffen haben. Man stelle sich vor, eine ganze Welt voller Bekehrter. Ihre Erinnerungen alle überschrieben und neu programmiert. Alle verbunden mit einem zentralen Gedächtnis. Dem Kern. Meine Befehle, die mit einem einfachen Gedanken übertragen und nicht in Frage gestellt werden. Ich könnte meine eigene geistige Utopie innerhalb von Tagen statt Jahrzehnten umsetzen. Ja, genau. Da hat er recht. Im Endeffekt kann man sehr gut... Ah, wir kommen scheinbar da hinten echt weiter. Dadurch, dass ja alles aus Gedanken geformt ist, kann man sie auch verändern, wie man will. Im Endeffekt. Okay, dann gehen wir mal weiter. Nur wenn ein Wahnsinniger sie ändern will, dann passiert halt sowas. Was ist das? Natürlich. Ja, natürlich. Aber diesmal ist es anders. Sie kommen nicht davon. Ja. Ich bin zurück. Und zwar, um Unvollbrachtes zu beenden. Um endlich... Ja, um was eigentlich? Um unsere Rache auszuüben. Die Vergeltung. Du wirst noch bezahlen, mein Lieber. Du wirst noch bezahlen. Für alles, was du jedem hier angetan hast. Oh, was haben wir da vorne? Ein Rohr. Wenn wir das rausnehmen, fällt er halt von der Wand runter. Okay, Waffe ist bereit. Oh ne, er ist tot. Okay. Ich hätte gedacht, er rennt noch los. Okay, der rennt los. Oder auch nicht. Ich nehme noch das Kraut mit. Braucht man eigentlich nicht, aber egal. Was man hat, das hat man. So, wir gehen wieder raus. So, wir wollen ihn zwar umbringen, aber wir haben ja noch Zeit. Deswegen nehmen wir noch alles mit, was wir kriegen können. Ich bin auch echt gespannt, was doch alles auf uns zukommt. Also ich würde sagen, es geht auf jeden Fall Richtung Finale. Auf jeden Fall. Aber die Frage ist, wie schnell genau? Haben noch eine Stunde vor uns, zwei, drei oder 10 Minuten? Tasche verbessert, 300 für SG-Munition. Okay, das ist ordentlich. Gehen wir nochmal kurz rein. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie will ich nochmal zurück. In sein Zimmer. Da haben wir zum Beispiel noch ein bisschen Gel. Stimmt, wir hatten ja noch ein Dia angeguckt. Zwei Dias fehlen, glaube ich, auch noch. Oder zumindest zwei sogar, oder? Zwei? Einer? Wie viel noch? Wie viel fehlt noch? Zeig mal her. Ja. Ja, zwei wahrscheinlich noch. Okay, also ein bisschen wird es wahrscheinlich schon noch gehen. Ja, wir werden sehen. So. Dann speichern wir noch ganz kurz. Und zwar Kapitel 14. So. Okay, dann gucken wir noch ganz kurz hier. Können wir noch was irgendwie sinnvoll verbessern? Ja, wir können hier mal einen Erste-Hilfe-Koffer und ein paar Spritzen. Das ist auf jeden Fall praktisch. So, dann Flammgas. Ah ja, oh, das ist aber teuer, aber wir haben volles. Deswegen, das ist ja schön. So, Pistole. Ich nehme die Pistole sehr gerne und wir brauchen viel Schuss. Deswegen machen wir mal 10 Schuss dafür und dann können wir noch... Komm. Wir machen alles da rein. So. Verbesserung. Haben wir hier noch was? Feuerkraft können wir uns nicht leisten. Ich glaube aber, es geht echt Richtung Ende. Deswegen mache ich hier die Feuerrate etwas besser. Beziehungsweise auch die Nachladezeit. Gerade die Nachladezeit eigentlich. Was haben wir hier noch? Bewegungsgeschwindigkeit. Ach komm, wir machen mal so Zeug. Warum auch nicht? Ja, bei der Pistole können wir auch mal zum Beispiel die Magazingröße. Das ist ja schön billig. So, alles Dinge, die hätten wir eigentlich schon längst mal machen können. Aber egal.
Nachladezeit verbessern auch mal. Auch praktisch. Okay, das reicht nicht mehr. Na gut, dann wär's das erstmal. So, Gel haben wir 5000 da. Ne, ich glaube, da machen wir einfach gar nichts mehr. Also gelmäßig sind wir eigentlich, glaube ich, soweit ganz gut ausgestattet. Okay, dann geht's zurück. Und dann gehen wir auf der anderen Seite weiter, denn dort, ja, müssen wir, glaube ich, lang. So, mein lieber Theodor. Ich glaube, es hat sich bald ausge-Theodort. Ich bin hier, um dich zu holen. Und das Schießpulver will ich natürlich auch holen, ist klar. So. Das sieht schon cool aus hier. Solche Ornamente und so. Sie werden es nicht schaffen. Wie beim letzten Mal, als Sie sie retten wollten. Das werden wir ja sehen. Verdammt. Sie kriegen mich nicht klein. Nö, kriegen sie nicht. Ich bin mittlerweile abgehärtet. Sie haben keine Chance. Keine Chance. Sie sind machtlos gegen mich. Mit ihren Psychotricks. Falle ich nicht mehr drauf rein. Zu viele sind wegen dir gestorben, nicht wegen mir. Torres ist wegen dir gestorben. Unsere Psychologin ist wegen dir gestorben. Die Hoffmann heißt die, ja? Ja, Hoffmann. O'Neill ist wegen dir gestorben. Da werden sie also erschaffen. Okay. Ich bin gespannt. Dann lassen Sie die Jünger mal kommen, bitte. Oh, okay. Doch nicht. Ich habe doch keinen Bock. Lassen Sie die Jünger bitte doch nicht kommen. Da ist nämlich ein Flammenwerfer-Tipp. Und den hier leise auszuschalten wird schwer. Ich müsste zumindest die anderen leise ausschalten eigentlich. Aber auch das kann schwer werden. Also der hat es schon mal gesehen, glaube ich. Zehn Schießpulver. Aber wo sollen wir hier bitte schön Schießpulver nutzen? Wir sehen einer hier aber auch viel zu schnell. Meine aktuelle Hoffnung war, dass wir ein bisschen Kugelhagel-Bonus bekommen. Und deswegen... Ah, okay, jetzt haben wir hier automatisch so eine Spritze genommen. Sehr, sehr praktisch. Alter, voll daneben gesemmelt, verdammt. Alter. Hey, lass mich bitte in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Aua.
Ich bin gerade etwas still, weil im Endeffekt habe ich so das Gefühl, sind wir machtlos. Und das ist doch immer ein gutes Zeichen. Kommen wir hier irgendwie raus oder so? Irgendwie nicht, oder? Das Tor ist zu. Wir müssen wahrscheinlich erst alle Jünger besiegen. Um gegen ihn Bestand zu haben. Okay, den Flammenwerfer-Typ habe ich wenigstens jetzt ordentlich getroffen. Aber... toll. Ja, okay, das war's. Wir müssen eigentlich leise vorgehen, so lang wie möglich. Wir haben ordentlich Munition dabei, wir können da was reißen. Aber eigentlich müssen wir leise vorgehen. Wir hatten vorher noch ganz viele Flaschen bekommen, also wir sollen die, glaube ich, mit den... und hier sind auch noch Flaschen. Mit den Flaschen ablenken. Ja, ganz ruhig. Das Problem ist, wenn wir hier einmal... entdeckt wurde, kann man fast nicht mehr entkommen. So, das heißt... ich versuche sehr aufzupassen, aber wie ihr seht, ist es echt schwer. Weil egal wo man ist, es kommt einfach nochmal einer lang. Und es ist halt doch irgendwie ein bisschen verwinkelt und man weiß nicht so genau, wo wer ist. Und der Flammenwerfer-Typ ist auch noch irgendwo. Ich weiß jetzt zumindest, wo der Flammenwerfer-Typ ist. Dankeschön. Na verdammt, von denen sind es halt noch zu viele, von diesen komischen kleinen... weil ich muss mich erst um die kümmern und kann mich dann erst um den Flammenwerfer kümmern. Davor macht es keinen Sinn. Oh, der kommt hier lang. Dreh dich um. Dreh dich um. Komm schon. Ja. Aber er ist gleich wieder in Flammen und da hinten ist der Flammenwerfer. Das wäre wirklich sehr schlecht geendet gerade. Hätten wir das durchgezogen. Gut, dass ich nochmal abgebrochen habe. Gut, dass ich nochmal abgebrochen habe. Wir warten es mal weiter. Wenn der Flammenwerfer hier lang geht, haben wir ein Problem. Wir haben selbst einen Flammenwerfer. Der muss eigentlich auch für irgendwas gut sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier... Schaden mit Flammen kriegen. Oder? Das macht eigentlich keinen Sinn. Wenn es denen schaden würde. Oh, wo geht's denn da lang? Okay, wir haben hier eine Art Rückzugsort, kann das sein? Aha, vielleicht ist... oh. Doch nicht aha. Hier sind auch noch Gegner. Oh. Okay. Komm schon, ich will an den Schlüssel ran. So, ganz in Ruhe.
Jetzt ist er hier. Okay, also hier ist irgendwie eine Art Rückzugsort, sag ich mal. Ich hoffe, dass da hinten nicht noch einer ist, weil sonst haben wir ein Problem. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich dachte, wir wären da nur in diesem kleinen Raum gefangen und jetzt sind wir plötzlich hier. Ah, da vorne hängen aber noch wer. Na, okay. Also richtig sicher fühle ich mich jetzt gerade nicht, aber... Oh, was können wir hier machen? Ah! Ja, wir haben uns den Zugang wieder freigeschafft. Hm, was ist los? Wissen die, wo der Hebel ist? Nee, scheinbar nicht. Sonst würden die ja jetzt genau hierher laufen, aber das wissen sie wohl nicht. Kältebrandgefahr stand auf dem Fass drauf. Sehr interessant. Hm, habe ich gerade was ganz Unschönes gehört, aber... War es hier oben drauf? Vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wo es genau war. Hm. Ah, die sind eh voll. Verdammt. Aber so können wir auch im Notfall ganz gut flüchten, würde ich sagen. Da oben läuft gerade einer lang. Okay. Und da ist der mit dem Flammenwerfer. Ja, super. Klasse. Super sicher hier. Alter, wie viele sind da? Hm, aber ich weiß, wo wir zur Sicherheit hingehen können. Das ist doch schon mal gut. Der mit dem Flammenwerfer ist da. Wir müssen da irgendwie durch. Das wissen die. Und deswegen heizt er uns schon mal vor. Das ist gut. Damit wir nicht mit kalten Füßen da durch müssen, heizt er gerne schon mal vor. Das finde ich nett. Ich bin gerade am Überlegen, wenn man den da oben... Die da oben gefallen mir leider auch gar nicht. Ja, der eine geht jetzt da lang. Weil die da oben sehen die halt wirklich viel. Wie so ein Ausguck funktioniert das dann quasi. Und der mit dem Flammenwerfer ist jetzt da. Ja, super. Problem ist, der kommt zurück und der sieht mich da, glaube ich. Wir können es mal testen, aber also wenn der mich da nicht sieht, weiß ich auch nicht. Ja. Der hat uns gesehen, aber noch nicht so richtig. Also er war quasi... aufgeschreckt. Aber noch nicht ganz. Aber jetzt kommt er. Oder? Ja, da vorne ist er. Und der Gang hier ist leider sehr lang. Das ist problematisch. Oh, da kommt noch einer. Der kommt weiter. Die Frage ist, wie weit? Ich hoffe, der hält vorne dran an. Ja, der weiß nicht mehr, wo wir sind. Der andere? Ja, die wissen alle nicht mehr, wo wir sind. Da einmal mit der Schrotflinte reinzuwirbeln, wäre auch interessant. Aber ich versuche die eigentlich eher, sobald sie sich umdrehen, einen nach dem anderen, oder zumindest schon mal einen, ja, zu erdolchen, sag ich mal. Okay, er geht sogar noch weiter.
Den hätte ich nicht. Er war leider in Flammen, deswegen konnte ich ihn nicht angreifen. Das war jetzt wirklich sehr unpraktisch. Sonst hätte ich ihn angreifen können, aber er war halt in Flammen. Ich hoffe, der dreht jetzt in die andere Richtung um. Ach, da kommt noch einer. Da haben sie mich entdeckt. Gut, dass wir mittlerweile viel Ausdauer haben. Ja, krasser Kampf gerade, deswegen bin ich wieder ein bisschen stiller. Sorry dafür, aber ich bin halt auch so ein bisschen konzentriert. Schade, Mann, wenn die alle in dieselbe Richtung umgedreht wären, wäre es eigentlich echt praktisch gewesen, aber sind sie halt leider nicht. Verdammt, verdammt. Ja, ich will die nach und nach loswerden einfach, dass wir da gescheit durchkommen. Okay, da war einer. Aber finde ich erstmal gar nicht so schlimm, weil der kommt jetzt wahrscheinlich hier lang. Oder? Kommt der hier lang? Ja, wenn er uns folgt, dann können wir ihn vielleicht ausschalten. Wenn nicht, haben wir ihn dann halt nicht. Hat es nichts gebracht. Ah, sehr gut. Ich hoffe nur, dass er sich früh genug umdreht. Jetzt müsste er sich umdrehen. Wir haben, glaube ich, Glück. Jawohl, er zückt schon mal sein Messer und sehr gut. Ja, ja, einer weniger. Mann, sehr mies das Ganze aktuell, aber wir haben zumindest einen weiteren eliminiert. Okay, und weiter mit dem Geschnetzel geht es in der nächsten Folge. Bis dahin, schönen Tag noch und ciao.